war das so, ich habe Xoox in den Straßen entdeckt, schon 2002, 2003 haben wir lange beobachtet, die ganzen Stencil-Graffitis beobachtet, die er gemacht hat in verschiedenen Städten, in verschiedenen Ländern. Irgendwann habe ich ihn dann per E-Mail kontaktiert und es ist sehr, sehr schwer herausgestellt. Ich glaube, ich habe 6 Monate lang E-Mails geschrieben. Also es ist halt sehr filigran seine Arbeit. Sein Thema ist auch die Modekommunikation. Die Ästhetik von Mode stellt sie in Frage, rekontextualisiert sie in der Straße, kontextualisiert sie im politischen Kontext, im kritischen Kontext. Durch dass er eben die Techniken und die Ästhetik der Mode adaptiert, muss er auch so ein gewisses Feingefühl haben für Stofflichkeit, für Feinheit. Ja. Und das bringt ihm diese Qualität in seine Arbeit, die vielleicht andere Street Artists vielleicht nicht so verarbeiten, weil sie halt eben einen groberen, radikaleren Ansatz auch mit sich führen. Er vermischt das halt sehr schön. Radikalität der Straße zusammen mit dem Feingefühl für Mode kommt da irgendwie in seiner Kunst zutage. Geht und wenn man halt nicht unbedingt so nur auf Leinwand arbeiten, das entspricht vielleicht nicht dem Geist eines Street Artists. Deswegen bringt er die Straße in die Galerie, dadurch, dass er Fundobjekte von der Straße reinbringt und dort drauf arbeitet. Ein bisschen dieser Fluxusgedanke wieder aus der Fluxuskunst, dass etwas für den Augenblick gestaltet wird. Dass es sich eigentlich, Street Art lässt sich ja null konservieren, das ist eigentlich der Reiz auch in Street Art. Also was man machen kann, wenn man in die Galerie geht, ist eben ein bisschen den Reiz mitzutransportieren. Wobei im Augenblick, wo du in die Galerie gehst, wirst du halt zur Ware. Was auch völlig in Ordnung ist, weil viele Leute wollen halt ein Stück des Künstlers für sich haben. Es ist halt spannend, weil er halt nach wie vor super viel auf der Straße unterwegs ist. Er hat jetzt gerade hier vorne auf der Rosenthaler Straße 2 Billboards gebastelt. Das sind 2 große Billboards, die hat er weiß angemalt, daraus so eine Fake H&M-Kampagne gemacht. Das eine ist riesengroß, das H&M-Logo als HIV modifiziert. Und das andere ist so ein Klamottenhaufen, oben so eine H&M-Tüte in diesem Logo. Ja. Ich weiß eigentlich niemand so richtig, wer das ist. Also ich bin vermutlich die einzige Person der Kunstwelt, die es weiß. Wahrscheinlich noch seine Mutter.